bestätigt. Die Temperatur ist gestiegen, die Schmerzen sind jetzt dauerhaft und es führt also nichts mehr dran vorbei. Das wird jetzt also gemacht werden. Ich hoffe, dass das Team gut zusammenarbeitet. Ja, und dass einfach keine Fehler passieren. Meine Freunde, ich würde gerne noch zwei, drei Sätze sagen. Das ist ein überwältigender Moment für uns alle, denke ich. Unser Baby lernt laufen. Ich möchte mich bedanken für das, was ihr in den letzten zwei, drei Stunden geleistet habt. Ihr wart schnell, ihr wart ruhig, ihr wart einfach professionell. Unsere Idee funktioniert, die aktive KV lebt. Und deshalb würde ich sagen, dass wir an diesem Punkt abbrechen und meinen Sohn ins Krankenhaus bringen. Was? Was siehst du denn da? Ich habe einfach Angst um meinen Sohn und ich weiß nicht, ob das, was wir hier tun, nicht ein Hirngespinst ist. Was redest du denn da für ein Blödsinn? Ich glaube, ich höre nicht richtig. Renate, ich habe Angst! Weißt du, was du jetzt hier gerade machst? Renate, das weißt ist mein du, was Sohn! Du hier machst? Du verrätst unsere Idee, das ist es! Wir müssen hier alle Opfer bringen, nicht nur du. Weißt du? Was ist bei dir? Ich kann meinen Job verlieren. Ja, genau. Und? Hier? Ja, ich meine, bloß weil ich Hausmeister bin, meinst du, kannst du mit mir alles machen, oder? Ja! Und weißt du, was ich mache? Ich setze hier meine ganze Beziehung aufs Spiel. Das hast du ja wohl vorhin mitgekriegt, ja? Willst du das? Willst du uns hier alle zerstören, ganz existenziell? Gut. Wir operieren. Na also. Danke, Friedrich. Fabrik, die Gruppe? Sehr gut. Das ist mein Friedrich. Hier. David. Papa. Ich hab dich lieb, David. Ich dich auch. Jetzt wirst du gleich schlafen.